Erschreckende Wahrheit hinter dem Film Der Zauberer von Oz, Teil 2. Der wohl bekannteste Mythos um diesen Film ist, dass sich ein Schauspieler am Set erhangen hat. Millionen von Menschen konnten das auf der alten VHS-Fassung deutlich im Hintergrund sehen. Berichten zufolge soll es eines der Munchkins-Schauspieler gewesen sein. In der neueren DVD-Fassung wurde diese Szene aber rausgeschnitten. Außerdem wurde den Munchkins vorgeworfen, die Hauptdarstellerin Judy Garland belästigt zu haben. Und der Hund Toto wurde besser als die Munchkins-Schauspieler bezahlt. Die Filmproduzenten jedoch wiesen alle Vorwürfe von sich und behaupteten, im Hintergrund hätte man nur einen großen Vogel gesehen. Des Weiteren musste die Schauspielerin der Hexe sehr leiden. Sie musste nämlich einen Feuerstunt filmen. Dieser Stunt ging jedoch schief und sie zog starke Verbrennungen davon. Video von der gelöschten Szene in meiner Story.